Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich heiße Daniel und heute möchte ich hier LS22 spielen. Starten wir hier eine neue Folge. Ich werde mir jetzt gleich eine neue Map aussuchen. Ich habe es jetzt mehrmals gespielt auf verschiedenen Maps. Ich habe jetzt ein eigenes Server seit gestern. Hier bin ich Mitglied bei, also nicht ein eigenes, Entschuldigung. Seit gestern bin ich hier bei Nitrado Mitglied und dann habe ich hier jede Menge Mods runtergeladen und auf Computer installiert. Ich habe auch hochgeladen diese Mods. Alle befinden sich hier. 262 Mods. Und knapp 400, die ich runtergeladen habe. Alle funktioniert, also es gab hier knapp 100 mit Fehler, mit alle Problemen, habe gleich gelöscht. Und hier habe ich meine Ordner eingeschaltet. Da sind hier 398 Datei, also knapp 400 Mods. Habe ich 224 GB. Das ist schon groß, aber hier es werden alle in ZIP-Format konvertiert und ja, also wie ich merke hier, ich habe nicht so viel Erfahrung, aber ich wie ich merke, es wird hier konvertiert in eine kleine Datei. Ich habe es 2,90 und ich habe hier 226 Mods installiert. Also ich habe noch jede Menge Platz hier, 11% benutzt bis jetzt. Und das sieht schon fantastisch aus. Server ist an. Also ich bin auch gerade hier am Lernen. Ich habe keine Erfahrung. Bis jetzt habe ich keinen Server gehabt. Ich spiele Computer, PlayStation 5, Xbox Series X. Ich habe hier alle verschiedene Spiele hier, die ich spiele. Seit ein paar Monaten, seit zwei Monaten knapp. Ich spiele jeden Tag Farming Simulator, also keine Lust mehr auf Call of Duty und alle anderen Spiele. Also ich bin einfach fasziniert von diesem Spiel. Das macht richtig Spaß. Ja. Wir werden hier starten. So, am Anfang werde ich euch hier zeigen, alle meine Mods. Ich habe hier jede Menge, also alle Mods, die funktionieren momentan. Jo, dann machen wir zurück. Wir können auch Multiplayer oder Karriere spielen. Spiel erstellen. Habe diese Map gestartet, werde gleich löschen. Und dann machen wir hier, starten wir bei 0, das ist schwierig. Ich habe hier mehrere Mods installiert. Ich bin auch gerade hier am Testen, welche ist die beste, aber nur einige hat auch Fehler. Ja, wir werden diese Map starten, das ist schon gut aus. So.
Warten wir ein bisschen, es wird auch gerade hier gleich gestartet. Auch schönes Bild hier mit dem Pferde, Natur, Landschaft. So, wir können jetzt gleich starten jetzt. Start. Bestätigen wir diesen Charakter. Autodrive-Strecken, Generierung soll Autodrive auf dem Verkehr setzen, Helferdaten der Karte. Ja. So sieht aus. Wir müssen hier paar Höfe erstellen. Man kann auch später auch die Namen ändern. So, wir brauchen Geld jetzt. Haben wir weniger Geld. Es gibt eine leichte Methode, Geld zu machen. Wir müssen, oh, das mache ich hier, wir müssen ein Grundstück kaufen, ein paar Einstellungen hier muss ich nehmen. Zerstören aus, möchte nicht zerstören. Schmutz auch aus. Spritverbrauch niedrig. Helfer, so, wir müssen jetzt ein Grundstück kaufen. Eigene. Aber ich möchte nicht. Haben wir so kleine Naturlandschaften. Genug Geld. Sind jetzt Geld. Hätten wir jetzt Geld mehr.
Die kann ich später alle entfernen. Aber jetzt versuche mir Geld zu machen. Jetzt können wir uns leisten, schon ein Haus zu kaufen. Es wird wieder schnell dunkel. Soll die Zeit ganz langsam. Ja, ich merke, das ist ein bisschen langsam. Ich weiß nicht, um was es liegt, bestimmt um Server. Und ich versuche hier ein paar Sachen hier zu platzieren. Ich habe schon ein paar Mal getestet. Hier, es gibt mehr Platz hier zum Platzieren. In der Zeit nicht so gut. Die Boden sieht gut aus und die Gebäude sieht auch fantastisch aus. Das macht richtig Spaß. Ja, die Erde, hoppala. Ändert sich nicht wie bei anderen Maps, also immer hoch, grob und runter, hoch das ist. Dann gibt hier viele Probleme zum Bauen. Bin ich. Erstmal die Stelle finden wieder.
Schön. Dann hast du richtig platziert. Zum Einbauen. Schönes kleines Sack. Sieht fantastisch aus. Haben wir Geld hier. Richtig.
Ich merke, ich kann auch überall platzieren und ich habe nichts getan. Ich habe nur ein paar Mods installiert. Ich kann mir kann schon denken, das ist solche Mods hier und dann kannst du überall platzieren, wo nicht erlaubt ist. Platziere überall, wo mein eigentlich nicht mein Grundstück ist. Ich habe sollte eigentlich keine Erlaubnis hier haben. Jetzt haben wir Geld genug hier. Wir können jetzt unsere Schilder hier entfernen, war das? Ja. Wenn ich möchte, ich kann alle entfernen hier, denn jetzt brauchen wir nicht mehr. Haben wir Geld genug? Das war schon eine gute Methode hier. Bin schon so weit gekommen und richtig Millionär jetzt. Muss nur einmal schlafen und dann habe ich Konto voll. Die werde ich wieder platzieren, aber vernünftig, so als Straßenschilder. Nicht alles so wie hier, alles durcheinander. Das ist eine riesengroße Monsterkonstruktion. Schade, man bekommt nicht gerade. Immer versteckt.
Bäume und trotzdem, es hat geklappt. Mein Gott, man kann so viel platzieren hier. Ei, was ist los mit den Fischen? Bewegen sie nicht. Schlafen. Fischerei ist hier alles. Erzähl mir noch ein. Ich habe hier richtig Kohle. Entfernen, diese Straße. Schade. Fisch, Fisch, Fisch. Oha. Was ist das denn? Landfabrik. Alles, was gilt.
bist. Sind jetzt seine Hausbau. Was für ein Pfannenhaus. Sieh die Zeit wieder auf schnell drehen. Schnell machen. Stört jetzt. Nicht möglich, weil ich habe schon zu viele Sachen platziert oder was. Ach du Scheiße, was ist hier?